Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToolsTV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um 12 Volt Akkuschrauber mit Wechselaufsatz. Ich hatte ja den hier schon mal getestet, und zwar den GSR 12V15 und 35. Beide Videos verlinke ich dir mal hier oben. Und in diesem Video habt ihr immer wieder gesagt, wir sollen doch mal auch alle anderen testen, beziehungsweise andere. Und das war meine Idee, dann nehmen wir doch gleich alle anderen. Und jetzt habe ich hier den großen Marktvergleich und am Ende des Videos, ja, wisst ihr auf jeden Fall, welcher für euch der richtige ist. Moment einmal, bevor wir jetzt anfangen, noch der Hinweis auf die Verlosung. Wie immer verlosen wir freitags Werkzeug, heute den hier, den GSR 12V35 als Flexi-Click. Alles, was du machen musst, und in die Kommentare deine Meinung zum Thema Flexi-Click reinschreiben. Oder vielleicht hast du schon einen von denen und kannst mir oder allen anderen noch deine Erfahrungen mitteilen. Heute also das Thema Wechselaufsatz. Viele von euch werden es unter Flexi-Click kennen, wobei Flexi-Click jetzt ein Markenname von Bosch ist. Und deswegen versuche ich heute mal hier mit Wechselaufsatz zu sprechen, beziehungsweise nicht mit Ihnen zu sprechen, sondern über Sie. Und wir haben hier heute Bosch, Metabo, Milwaukee und Festool. Jeweils sehr unterschiedliche Geräte, auch von den Leistungsdaten, vor allem auch von der Verbindungsart und so weiter und so fort. Und eine Sache verspreche ich dir, am Ende des Videos weißt du genau zwei Dinge. Nummer eins: Welches ist für dich der richtige, beziehungsweise welches System würdest du bevorzugen? Und Nummer zwei, ich werde dich auf jeden Fall hiervon begeistert haben, denn jeder kennt doch diese eine Schraube, wo man einfach nicht rankommt, und genau dafür sind diese Geräte. Für alle, die nicht wissen, was Wechselaufsatz eigentlich heißt, möchte ich das mal ganz kurz zeigen. Ihr habt die Möglichkeit, euren Akkuschrauber sehr individuell zu gestalten. Das heißt, ihr habt hier einen Aufsatz und habt hier zum Beispiel einen, der womit ihr um die Ecke schrauben könnt. Dann habt ihr hier zum Beispiel auch Aufsätze, um in sehr engen Bauräumen zu arbeiten. Das zeige ich auch gleich, was das bedeutet. Oder ihr habt hier einen Aufsatz, einfach um ein Bit aufzunehmen, wie hier, oder ein Bitaufnahmegerät aufzunehmen. Und dann habt ihr hier auch die Möglichkeit, alles abzulassen, damit es sehr kompakt ist. Und zu jedem gibt es entsprechend viel Zubehör. Wenn du mich und vor allem natürlich verrückte Werkzeuge wie das hier jeden Freitag sehen willst, dann einfach unten kostenlos abonnieren. Und natürlich hast du dann auch die Chance, jeden Freitag Werkzeug zu gewinnen, indem du einfach kommentierst. Und vielleicht hast du bald schon sowas Lustiges hier bei dir zu Hause. Ich werde dir die Geräte jetzt mal im Detail vorstellen, ohne Aufsätze, dass du erstmal siehst, was kann das Gerät denn eigentlich so und was macht es eigentlich aus. Da die Leistungsdaten sehr, sehr unterschiedlich sind, werde ich am Ende des Videos auch die Geräte nochmal im Detail testen. Hier ist jetzt also mal unser komplettes Testfeld und schauen wir uns mal erstmal die Bezeichnung an. Wir fangen hier bei Bosch an, und zwar haben wir hier den Bosch GSR 12V35. Bei Milwaukee ist es ein bisschen schwieriger, hier haben wir den M12BDDX. Bei Festool haben wir den TXSLI, bei Metabo haben wir den Metabo PowerMax BS12BLQ. Mann, das ist aber auch ein Name, oder? Machen wir mit den Leistungsdaten weiter, und hier das Thema Newtonmeter, also Kraft. Wir haben hier im weichen Schraubfall 20 und im harten Schraubfall 35. Daher kommt übrigens auch der Name. Hier haben wir nur den harten Schraubfall angegeben mit 32 Newtonmeter. Hier haben wir 10 bzw. 16 Newtonmeter, das heißt nur 10 Newtonmeter im weichen Schraubfall. Ich bin echt gespannt, wie er sich schlägt. Und hier haben wir 18 bzw. 45 Newtonmeter. Also hier haben wir schon ordentlich Kraft. Gucken wir mal hier weiter beim Thema Umdrehung bzw. Geschwindigkeit in verschiedenen Gängen. Alle haben zwei Gänge, also ein Zweiganggetriebe. Das kann man bei allen hier oben umstellen. Erster Gang, zweiter Gang und Abzug. So, und dann haben wir im ersten Gang haben wir hier 460 Umdrehungen, im zweiten 1750. Hier haben wir 400 bzw. 1500. Hier haben wir 430 bzw. nur 1300. Und hier haben wir 500 bzw. im zweiten Gang 1650. Jetzt gucken wir nochmal ein wichtiges Thema auch wieder von hier an. Und zwar das Thema Brushless Motor. Also welcher Motor
hat für dich ein also wäre es bürstenlos hier in dem Fall. Und zwar ist es hier nur so, dass nur Bosch und Metabo einen bürstenlosen Motor anbieten. Und dann gucken wir uns auch mal das Thema Preis an, weil das ist ganz interessant, weil wir haben das Ganze hier schon nach Preis sortiert. Und es ist sehr interessant, dass Festool mal nicht oben links ist, sondern hier mal an einer anderen Stelle. Wir haben hier bei Bosch einen Preis, also einen Gesamtpreis, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, von so um die 230, 240 Euro, hier bei Milwaukee auch. Hier sind wir schon locker in der 300-Euro-Klasse und das sind wir hier bei Metabo auch. Wir schauen uns gleich mal den Koffer und den Lieferumfang an. Vorher möchte ich unbedingt eine Sache ans Herz legen, und zwar den ehrlichen Preisvergleich. Den findest du wie immer unten in der Infobox. Der ist deswegen heute so wichtig, weil es gibt die Geräte in sehr, sehr vielen verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten. Nur mal eine Sache, das zeige ich jetzt mal hier bei Bosch. Und zwar haben wir hier, das ist der Bosch-Koffer, die altbekannte L-Box. Und dann haben wir hier dieses Zubehör hier mit dabei. Und jetzt nur mal als Beispiel an diesem Gerät. Es gibt das Ganze jetzt hier so wie hier voll bestückt mit allem Zubehör, Akkulader und das eigentliche Gerät. Das Ganze gibt es aber auch, so wie es hier ist, ohne Akku. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du nur dieses Gerät hier solo kaufst, falls du schon ein GSR 12V15 hast und die Aufsätze schon hast. Und dementsprechend siehst du, du hast hier verschiedenste Möglichkeiten, das Ganze zu kaufen. Hier siehst du jetzt das Komplettset in der wunderschönen L-Box. Übrigens eine super aufgeräumte Box, wie ich finde. Schauen wir mal weiter. Wir haben hier Milwaukee, eine etwas größere Box, auch stapelbar, wie ihr das alles kennt. Und auch hier bin ich perfekt aufgeräumt, oder? Sieht das nicht schön aus? Hier habt ihr auch alle Aufsätze und wir gucken uns auch gleich nochmal alle Aufsätze an und auch, wie ist die Verbindung. Braucht ihr euch keine Sorgen machen. Auch hier wieder mit Akkus und so weiter und so fort. Hier bei Makita sieht es ein bisschen anders aus. Übrigens natürlich wieder die bekannte Box, stapelbar und auch relativ klein. Hier auch alles drin. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sowas wie das hier, das fliegt so ein bisschen rum. Das muss man hier mit ein bisschen Macht reinstecken. Man kann es natürlich auch hier im Akkuschrauber drin haben, aber ja, ich finde das Ordnungssystem der anderen ein bisschen besser. Aber hier seht ihr auch alles dabei. Zwei Akkus, Akkulader und so weiter und so fort. Und hier die verschiedenen Aufsätze. Und hier haben wir Metabo, hier haben wir eine Sondersituation. Ich mache euch gleich mal den Koffer auf, nämlich so könnt ihr das Gerät kaufen. Das heißt, ihr bekommt den reinen Akkuschrauber, hier auch mit einer nicht so perfekt sortierten Box, mit zwei Akkus und dem Lader, aber ohne die Aufsätze. Nämlich diese Aufsätze hier, die kann man einzeln kaufen, beziehungsweise die muss man sogar einzeln kaufen. Und die sind auch im Verhältnis, wenn man die einzeln kauft, relativ teuer. Und im ehrlichen Preisvergleich haben wir euch ein Set zusammengebaut, wo ihr das alles zusammen kaufen könnt, wenn ihr euch dafür interessiert, zum wirklich guten Preis. Ansonsten, was ich ein bisschen schade finde hier, es gibt dafür kein, das kann man jetzt hier nur so mit hier reintun. Geht auch, aber ist nicht so schön wie die anderen. Kommen wir mal zum Thema Maße. Und diese Geräte sind ja dafür da, um sehr flexibel mit dem möglichst kleinsten Bauraum eigentlich zu arbeiten und irgendwo in die kleinste Ecke auch noch zu kommen. Und deswegen möchte ich euch mal zeigen, wie lang sind sie denn eigentlich? Wir haben hier eine Länge, ein Maß von 11,5 cm, hier von Punkt zu Punkt. Natürlich kommt noch ein Bit rein, aber das ist ja bei allen gleich. 11,5 cm ist doch Wahnsinn, oder? Schauen wir uns mal Metabo an. Hier haben wir eine Länge von so knapp 12 cm. Hier, wenn ihr das hier seht. Also die unterscheiden sich kaum. Könnt ihr auch mal hier nebeneinander halten. Ja, die beiden sind wirklich mega kompakt. Und wenn ihr euch das mal mit einem anderen Akkuschrauber vergleicht, dann ist das schon, das ist wirklich Wahnsinn. Schaut mal hier in meine Hand. Also das ist, also das ist wirklich echt kurz, ja. Und kennt ihr das als Mann? Das muss man immer machen, oder? Naja, so, aber jetzt nächstes Thema. Milwaukee ist schon eine andere Hausnummer. Da reden wir jetzt hier schon von 15,5 cm. Ja, und auch hier nochmal der Vergleich. Wenn ihr euch das mal anschaut, ja, das ist schon einiges länger. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal mit Festool an. Hier haben wir eine Länge von, wir müssen ja hier hinten messen, von knapp 15,5 bzw. fast 16 cm. Auch hier, wenn man das zusammenhält, ist das schon eine andere Hausnummer. Und ich muss sagen, Kompaktheit ist hier natürlich sehr wichtig. Nochmal ganz kurz das Thema Gewicht, jeweils mit dem Standardakku. Hier 3 Ampere, sind wir hier bei 760 Gramm, das ist schon echt ein Leichtgewicht.
beim Metabo, auch mit dem Standardakku, sind wir hier ja, bei 850 Gramm. Können Sie auch mal sortieren nach der Größe. Bei Milwaukee sind wir bei etwa einem Kilo. Und bei Festool sind wir bei ja, fast auch einem Kilo. Sodass wir jetzt hier eine Reihenfolge haben, das ist auch die Reihenfolge jetzt des Gewichts hier. Immer noch Bosch, klein und kompakt, zu entsprechend immer schwerer. Das Wichtigste in der ganzen Sache sind ja die Verbindungen eigentlich zwischen den Wechselaufsätzen und hier natürlich die Verbindungsart und wie robust ist das Ganze ausgearbeitet. Wir haben jetzt hier mal Milwaukee und ihr seht hier schon einen massiven Metallkörper und hier ein massives Gegenstück aus Metall. Und man sieht hier übrigens auch, das hier ist das eigentliche Teil, was sich dann am Ende dreht. Ja? Also hier das dreht sich und das hier ist das Gegenstück dazu. Und was ihr machen müsst, ist, ihr habt hier die Möglichkeit, das hier zurückzuziehen. Ihr steckt das Ganze hier rein, bringt es auf eine bestimmte Position, wo ihr es hin haben wollt, justiert es irgendwo, meinetwegen hier, und dann klickt es ein oder rastet es ein und dann ist es auch hier wirklich bombenfest. Und wenn ihr jetzt schaut, jetzt dreht sich das hier vorne. Ja? Also das ist die Möglichkeit, so kann man es auch ganz einfach wieder abnehmen, wieder hier drauf. Arretieren, irgendwo rein, fertig. Bei Festool ist es so, dass wir hier keine solche starre Verbindung haben. Das zeige ich euch nachher auch beim nächsten Aufsatz. Ansonsten sind alle Aufsätze gleich. Ihr könnt es hier nach hinten ziehen, aufstecken und dann ist das Ganze fest. Hier bei Metabo haben wir es auch so, dass wir hier einen massiven Metallkörper haben. Um das Ganze zu arretieren, haben hier aber ein Ring aus Plaster, also das sind Plasteteile, die wir hier entsprechend aufstecken. Auch hier das Ganze zurückziehen, wieder hier drauf und auch hier wieder an einem bestimmten Punkt dann festmachen. Hier seht ihr, man kann das auch dann hier recht stufenlos verstellen. Ist nicht ganz so fest wie bei den anderen hier. Hat ein leichtes Spiel, aber wir können es hier auch fest verbinden. Ich weiß nicht, wie lange hier das Plaste hält. Also ich weiß es einfach nicht. Ja? Ich hätte es schöner gefunden, wenn das auch aus Metall ausgeführt ist. Auch hier bei Bosch haben wir einen massiven Metallkörper auf der einen Seite und auch auf der anderen Seite. Also das wird auf jeden Fall lange halten. Und das Ganze können wir hier auch einfach verbinden. Und ich zeige euch gleich mal das Flexi-Click, also das Klick am Ganzen. Ihr führt das also hier ein. Ja, dann habt ihr hier dieses Schloss, jetzt heißt es, es ist entriegelt und jetzt könnt ihr das machen. Ich versuche mal. Ja, ich hoffe, ihr habt das gehört. Nochmal. Klick. Jetzt ist es arretiert, das heißt, jetzt ist es hier bombenfest zusammen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das jetzt hier verstellen? Ganz einfach, ihr zieht es einfach raus und dann können wir es entsprechend verstellen. Jetzt gehen wir mal alle Anwendungsbeispiele durch. Und das häufigste, was wir haben, sind natürlich Schrauben. Und dafür braucht man natürlich ein Bit. Und alle Akkuschrauber hier kann man auch ohne Bithalter, also ohne speziellen Bithalter benutzen, wie hier zum Beispiel original. Kann ich das Ganze einfach hier reinstecken. Und es wird hier natürlich super gehalten. Überall, bei allen Geräten, können wir auch beim Metabo mal gucken, ist hier natürlich ein Magnet dabei, der den Bit festhält. Aber ihr habt das Problem, natürlich ist es möglich, ihn immer noch rauszuziehen. Und bei manchen ist es ja so, dass die Schraube manchmal ein bisschen hakt und dann bleibt der Bit dran hängen. Also ist natürlich besser, wenn wir hier einen Aufsatz haben, der den Bit auch festhält. Dazu gibt es hier bei Bosch zum Beispiel diesen Aufsatz hier. Den können wir einfach aufsetzen. Ihr habt wieder das Klicksystem, ja, dann könnt ihr es hier einsetzen und schon habt ihr hier die Möglichkeit, dass der Bit entsprechend festgehalten wird. Finde ich eine super Lösung. Das Ganze haben wir hier bei Metabo auch. Können wir das Ganze auch hier wieder reinstecken. Jetzt auch gehalten. So, dann haben wir hier Festool. Da müssen wir diesen Aufsatz hier aufstecken und müssen hier noch einen Adapter reintun, weil hier kann man jetzt noch nichts reintun. So, dann haben wir hier den Adapter und jetzt schaut mal hier, das ist ja schon irre lang, oder? Also so lang wird das Ganze, wenn ich ein Bit, wobei, jetzt wird es immer noch nicht festgehalten, fällt mir gerade auf. Das heißt, ich habe hier keinen dabei, der den Bit festhält. Also das ist natürlich ein bisschen schade, oder? So, und dann habe ich hier Milwaukee. Bei Milwaukee gibt es einfach keinen weiteren Bit-Aufsatz, außer den hier, der so dabei ist. Das war's. Kommen wir zum nächsten Klassiker, das Bohrfutter. Natürlich allbekannt und alle sind hier eigentlich von der Aufnahme her gleich. Ich zeige euch das auch mal ganz kurz, damit ihr das Klick wieder hört, oder? Ach, ich mag dieses Klicken einfach. So, dann haben wir hier den Metabo auch einfach aufstecken.
auch hier bei Festool das Ganze auch nehmen, aufstecken und auch bei Milwaukee einfach nur nehmen, aufstecken und schon können wir loslegen. So, nach dem Standard Schrauben und Bohren kommen wir jetzt endlich zu spannenden Sachen, nämlich um die Ecke schrauben. Hier seht ihr das schon, hier können wir das Ganze hier um die Ecke umleiten und auch hier, das hatte ich ja vorhin schon mal gezeigt, einfach rein, fest und dann irgendwo hin. Und schaut mal hier, wir können damit ja auch um die Ecke so schrauben oder wir können auch nach unten schrauben. Das ist ja schon irre, oder? Einfach mal hier so halten und nach unten schrauben, finde ich schon witzig. So, schauen wir uns das Ganze hier mal bei Metabo an. Das hier ist übrigens massives Metall, ja, im Gegensatz zu dem hier. Und ich glaube hier, das scheint alles sehr wertig auch ausgeführt zu sein. So, schauen wir mal hier rein. Auch einfach, na, so, fest. Und dann können wir hier auch entsprechend um die Ecke schrauben oder nach unten oder wie auch immer. Sieht ein bisschen aus wie ein Wasserhahn. So, bei Festool sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Hier ist, da hier nichts dran ist, also um das Ganze zu halten, musste man hier so ein bisschen sich eine Hilfskonstruktion überlegen, aber eigentlich recht raffiniert gemacht. Ich kann das Ganze auch hier anstecken, nach hinten ziehen, so fest. Und dann ist es hier jetzt befestigt worden, hier mit diesem Ring am Akkuschrauber. Ich kann das Ganze auch hier lösen und an eine andere Position dranbringen. Wobei ich sagen muss, ich finde das hier, das ist immer noch ganz gut machbar. Ja, ich versuche jetzt mal irgendeine andere Position zu finden. Ja, es geht. Aber, ja, also ihr seht schon, also ich tue mich da ein bisschen schwer mit genau der richtigen Position. Jetzt, also schaut mal hier. Hier haben wir das Ganze fest und hier können wir das Ganze, ich glaube in 32 Stufen oder 16, also auf jeden Fall eine Menge Stufen, hier einfach so verstellen. Das finde ich zumindest intuitiver, also das geht jetzt relativ simpel. Das gefällt mir irgendwie mehr, aber irgendwie kriegen wir das hier auch noch wieder fest. So, und zumindest nach oben, aber jetzt noch einmal nach unten. So, also auch das geht. Und dann haben wir jetzt noch Milwaukee, auch hier die Verbindung rein, ja. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, es recht einfach zu verstellen. Einfach hier lose machen. Ich zeige es bewusst, wie ich mich hier anstelle, wie es dann auch bei euch wahrscheinlich wäre. Aber beim ersten Mal, das sind hier so viele verschiedene Systeme, tut man sich manchmal ein bisschen schwer. So, und fest. Schaut mal, wir haben hier einen Bauraum von nur 12 cm und ich zeige euch mal, wir können jetzt hier in diesen 12 cm um die Ecke schrauben. Das heißt, wir können jetzt hier einfach, und haben sogar noch ein bisschen Platz, einfach jetzt hier das Ganze nehmen und die Schraube reinschrauben. Macht das mal mit einem anderen Gerät. Schaut mal, jetzt will ich auf wenige Millimeter ankommen. Wir haben hier weniger als 11 cm und da kommt der Bosch jetzt noch immer dazwischen mit dem Aufsatz. Schaut mal hier, und zwar der ganze Akkuschrauber und schon ist die Schraube versenkt. Übrigens, hier bei Festool, der Aufsatz sieht ja so klein aus, sieht das Ganze genauso aus. Wenn wir jetzt hier das Ganze nutzen, ist der beim Festool auch auf demselben Bauraum. Allerdings nur auf dem Stück. Sobald ich tiefer reinkomme, sieht man jetzt hier, wird das Ganze wesentlich breiter und dann schaffe ich es nicht mehr. Kommen wir zu einem weiteren Spezialthema und zwar hier ein Aufsatz, um an sehr engen Grenzen hier dran arbeiten zu können. Das heißt, schaut mal hier aus dem Winkel. Ich kann wirklich an einer sehr flachen Stelle hier noch trotzdem eine Schraube hineinbringen. Auch hier das Übliche, ihr kennt das ja. Wir verbinden das Ganze hier mit dem Klick und können das hier auch, wie schon bekannt, hier einfach in einem beliebigen Winkel dann verstellen. Zum Beispiel könnten wir jetzt das so einstellen und können jetzt hier entsprechend schrauben. Ich zeige euch das auch gleich nochmal. Hier bei Metabo haben wir es natürlich genauso. Ja, das heißt natürlich, finde ich super, dass wir es auch haben. Hier das Ganze auch angetragen und wir haben hier auch die Möglichkeit, das Ganze dann entsprechend wieder zu verstellen. Hier bei Festool gibt es diesen Aufsatz einfach nicht. Also Festool hat das nicht und Milwaukee hat das Ganze auch. Hier sogar noch mit einer Besonderheit, dass es hier nochmal abgeflacht ist. Ich denke mal, ihr seht das, oder? Also wir haben jetzt hier auch nochmal die Möglichkeit, an besonders engen Stellen damit zu arbeiten und dort entsprechend reinzukommen. Schaut mal hier. Wir können also hier sogar hier nochmal extra eng rangehen und dann entsprechend schrauben. Ich zeige euch das mal. Wir sehen jetzt hier, dass wir ganz eng unten am Boden trotzdem noch gerade schrauben können. Das ist echt eine tolle Sache.
Nicht schlecht, oder? Weil es eben bei Metabo so gut geklappt hat, zeige ich euch das auch nochmal hier bei Milwaukee. Ihr seht jetzt hier aber schon an der Stelle, wir müssen etwas höher ansetzen. Haben also nicht ganz so einen engen Bauraum hier. Falsche Richtung. Und weil es so schön war, zeigen wir es auch nochmal mit Bosch. Wir sehen jetzt hier, bei Bosch und Metabo war es sehr weit unten möglich. Bei Milwaukee ist es einen kleinen Tick höher. Das ist schon echt interessant, was man mit dem Gerät alles machen kann. Und weil es jetzt so viele verschiedene Aufsätze mit so vielen Möglichkeiten war, habe ich hier nochmal alles auf einen Blick. Schaut mal, hier sehen wir jetzt alle Aufsätze von allen Akkuschraubern auf einen Blick und schauen uns nochmal die Kombinationsmöglichkeiten auch an. Wir haben hier einige Möglichkeiten, das Ganze auch noch zu kombinieren. Hier haben wir erstmal alle drei Aufsätze von Milwaukee. Hier haben wir keine weiteren Möglichkeiten, also die können wir jeweils nur einzeln nutzen. Hier bei Festool ist es so, dass wir zumindest diesen Aufsatz hier nochmal hier aufsetzen können. Das heißt, wir können hier entsprechend das Ganze so kombinieren und dann haben wir hier die Möglichkeit, auch ein Bit zu benutzen. Hier bei Metabo haben wir auch die Möglichkeit, zumindest den Bit-Aufsatz auch zu kombinieren. Ich kann das Ganze hier in den Winkelaufsatz einspannen. So. Und habe dann hier zumindest einen Aufsatz, der den Bit festhält. Im Gegensatz hier zu Festool, wo ich keinen Aufsatz habe, der den Bit wirklich daran hindert, raus wieder zu rutschen. So, außer wenn ihr hier eine andere Möglichkeit seht bei Festool oder andere Erfahrungen habt, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, weil ich es wirklich merkwürdig finde, dass wir hier nicht eine Möglichkeit haben beim Standardzubehör, dass der Bit wirklich festgehalten wird, weil das finde ich enorm wichtig. So, dann gucken wir jetzt mal rüber zu Bosch und Bosch ist wieder mal bei allen anderen Sachen anders. Und zwar hier können wir gefühlt so alles miteinander kombinieren. Wir fangen mal an. Wir haben hier die Möglichkeit, den Winkelaufsatz zu benutzen. Können den hier, festmachen. Und jetzt können wir Folgendes machen. Jetzt können wir da jetzt ein Bit reinstecken. Wir können aber auch sagen, wir wollen den Bit festgehalten haben. Dann können wir das Ganze hier entsprechend dran stecken und können jetzt hier mit dem Bithalter arbeiten. Aber, und das hier ist der Einzige, der das kann, wir können auch um die Ecke bohren. Das heißt, das hier ist ja der Bohraufsatz für einen Bohrfutter, für einen Bohrer. Da können wir hier entsprechend das Ganze auch reinstecken und können hier damit bohren. Natürlich können wir hier auch mit 6 Kant Bohrern hier um die Ecke bohren. Aber wenn ihr einen herkömmlichen Bohrer einspannen wollt, seid ihr hier auf jeden Fall auf der richtigen oder in der richtigen Richtung. Und schaut mal hier. Das sieht doch schon echt witzig aus, oder? Jetzt haben wir uns alle Geräte angeschaut. Jetzt aber, und das hatte ich vorher schon gesagt, kommt es aber auf die Leistung natürlich auch an. Weil die Leistungsdaten der Geräte sind schon recht unterschiedlich. Und deswegen haben wir hier unser Testfeld aufgebaut. Teilgewindeschrauben ab 20 cm bis Vollgewindeschraube 60 cm. Ich glaube, das wird nichts, aber wir können es ja mal ausprobieren. Bevor wir zum Fazit kommen, der klare Hinweis, macht das nicht zu Hause nach. Ihr kennt das ja aus dem Fernsehen, nicht zu Hause nachmachen. Und ihr habt ja gesehen, was passieren kann. Und wir haben ihn hier wirklich an die Leistungsgrenzen gebracht. Er funktioniert noch. Ja, also kein Problem. Aber das sollte man jetzt auch nicht jeden Tag und dauernd machen, weil dann richten wir alle Geräte hier irgendwann hin. Also wirklich, wir sind über die Leistungsgrenze hinausgegangen. Aber was ihr gesehen habt, die Geräte haben alle eine Menge Power. Der Festool hat zuerst aufgegeben, war aber auch klar anhand der Leistungsdaten.
Und ich würde mir übrigens eine Sache wünschen, und zwar Gefühlsfernsehen oder Gefühls-YouTube, denn die Geräte fühlen sich relativ unterschiedlich an. Auf jeden Fall gibt es einen großen Unterschied zwischen Festool und den anderen dreien. Die anderen drei, die legen sofort los, da fühlst du richtig Kraft, und bei Festool hast du irgendwie das Gefühl, da geht's nicht so richtig zur Sache. Ich weiß aber auch nicht warum, keine Ahnung. Es ist aber vielleicht, aber ist es auch nur, ist es auch Geschmack, oder? Ja, also mein Geschmack ist es auf jeden Fall nicht. Jetzt die Frage, was ist euer Geschmack? Nämlich, stimmt bitte hier oben ab, was ist euer Liebling? Ich finde es immer gut, wenn ihr jetzt abstimmt, bevor ich jetzt mein Fazit sage. So, also mein Fazit, was finde ich am besten? Hier muss man theoretisch unterscheiden, können wir groß differenzieren, was ist das beste Gerät, was ist die beste Leistung und bla 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 bla. Für mich ist es relativ einfach, ist ein Flexi-Click, und bei Flexi-Click möchte ich die perfekten Aufsätze haben. Und das ist für mich ganz klar hier beim Bosch der Fall gewesen. Und zwar aus einem ganz simplen Grund für mich. Du kannst das Ding ranstecken, machst Klick, und wenn du etwas verstellen willst, dann ziehst du es ab und kannst es in eine bestimmte Position bringen. Das haben die anderen drei Geräte nicht, da muss ich es immer noch komplett abbauen und also mit Halterung und dann verstellen. Das kostet ein bisschen Zeit, und Zeit haben wir doch in der Regel nicht, und deswegen finde ich das hier am besten. Alle anderen Systeme haben alle so ihre kleinen Vor- und Nachteile gehabt, ja, auch haben alles gemacht. Hier finde ich es komisch, dass der Bit-Aufsatz so ein bisschen merkwürdig war, aber da helft ihr mir bestimmt unten in den Kommentaren, was ich da vergessen habe oder ob es das, ja, welches Zubehör es da vielleicht gibt. Ansonsten alles gute Geräte. Ich bin mega gespannt, was eure Abstimmung ergibt, denn vielleicht sagt ihr ja, bei Milwaukee hat euch irgendwas besonders gefallen oder bei Metabo, Festool und so weiter. Also da bitte kommentieren. Denkt dran, ihr könnt gewinnen hier den GSR 12V35 FC, und den, ja, will man doch eigentlich gern zu Hause haben. Ja? In dem Sinne, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.